Willkommen, liebe Freunde, und ja, wir sind wieder bei 7 Days to Die. Wir gehen heute mal ein wenig wieder in der Stadt spazieren. Wir haben dort noch ein paar kleine Kästchen und Schlösschen, die wir knacken müssen. Und ja, schauen wir mal, was da Schönes drin ist, oder Flauzi? Ich hoffe ja immer noch auf den Kochtopf. Ich glaube nicht, dass ein Kochtopf in einem Waffenschrank ist, aber vielleicht Nee, wegen. da. Nicht? N wahrscheinlich nicht, aber ich lasse mich auch gerne des Besseren belehren. Wir schauen mal, was wir da so finden werden, Schönes. Ist das nicht heute wieder ein wunderschöner Tag? Regnet das Ja, eigentlich das ist zwischendurch auch ein mal? wunderschöner Tag. Wisst? Ist das nicht schön? Ja, Ja. das ist nicht schön. Ach so. Gott, war der doof. Ja, du hast ja gefragt, ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, Ja, das ist ein ist ja wundervoller gut. Tag. Meine Güte, ey, dass der immer alles so wörtlich nehmen muss. Regnet das denn eigentlich auch mal, oder? Also, oder ist es immer nur Sonnenschein tagsüber? Wir müssen übrigens gucken, morgen ist nämlich Blutmond. Und wenn Ja. ich daran denke, was die Zombies letzte Nacht mit uns gemacht haben, ja, vorzugsweise mit mir, weniger mit dir, du konntest dich ja retten. Ja, weil sie alle runter in den Keller gefallen sind. Ja, ist das natürlich, weiß ich nicht, ob das unbedingt so für uns so gut ist, weißt du? Ja, wir stellen einfach, wann ist der also am siebten Tag in der Nacht oder in Ja, genau. der Nacht zum siebten Tag? Nee, nee, in der vom 7. auf den 8. Tag quasi. Okay. Müsste das jedenfalls sein. So, und ich hole mir erst noch mal die letzte Kiste dann oben in dem Haus, weil da muss ich so wieder so komisch auf die Leiter dran springen und das kann ich besser, wenn ich noch ein leeres Inventar habe. Huch. Und anschließend gehen wir dann zu diesem Waffenschrank hin. Ah ja, hier war ich ja gestern in dem Haus. Oh, ein Gasgrill. Verrottetes Fleisch. Nee, das möchte ich nicht. Geil. So, welches Haus war das? Ich glaube, das war noch eins dahinter, ne? Ja, genau, da ist es. Ich muss da rein, sonst muss ich da wieder diesen kleinen Umweg, glaube ich, nehmen. Hier haben wir das. Zombies müssten ja alle weg sein. Und dann. So, wenn man die Taschen leer hat, geht es ein bisschen leichter. So, Ist richtig. da waren wir schon. Da muss ich nicht nochmal hin. Dann haben wir hier noch diese Kiste stehen. Okay, und noch ein bisschen Müll. Geil. Müll. Noch ein Nasser Koffer. Müll. Oh, schon wieder 35 9 mm Munition. Und verschlissene Stiefel. Shamway versiegelte Versandkiste. So, also Shamway Sandwich, Wildbret, Eintopf und eine Flasche Wasser. Geil. Noch ein bisschen Essen. Ja, ich bräuchte Medizin, das wäre gerade ein bisschen sinnvoller. Können nicht immer alles haben, ne? Nicht? Man muss das nehmen, was man kriegen kann, lieber Flauzi. Stimmt, doch nichts zurückgeben. Ja, wir sind schließlich in der Apokalypse, in einer Zombie-Apokalypse, um genau zu sein. Und ja, das ist dann halt ein bisschen schwieriger. So, das Haus ist leer. Ich gehe jetzt mal zu gucken, was in dem schönen Waffenschrank drin gewesen ist oder drin ist. Draußen liegt noch Müll, ist der leer? Nö. Da ist aber nichts drin. Diese Steine, die machen mich fertig. Aber das Haus selbst ist hier nicht voll mit Steinen, oder? Nö. Okay. Na, immerhin.
irgendwo noch mitziehen. So, da ist er. Das bist du, ne? Ja. So, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Nummer 1 ist kaputt. Oh, da ist eine Mine. Oh. Nummer 2 ist kaputt. Nummer 3 ist kaputt. Nummer 4 ist kaputt. Na, super. Nummer 5 ist kaputt. Ich habe all meine 5 Dietriche verbraten. Das gibt's doch nicht. So, was hast denn du hier wieder für Freunde mitgebracht? Machen draußen schon wieder so komisch Terz. Huch, oh, ein bisschen Müll. Oh, da ist er. Och Mensch, Günni. Oh nein. Aua. Was ist passiert? So. Ja, du brauchst Medizin, ne? Sollen wir sonst mal doch im Krankenhaus ein bisschen gucken, ob wir da was finden? Gerne. Aber erstmal hier die Sachen, die wir auf dem Weg haben, mitnehmen. So, einen Einkaufswagen. Hier ist noch wieder Müll. Warum ist der Müll eigentlich immer unberührt? Als wenn der Flauzi den konsequenterweise immer ignorieren würde. So, was ist das? Messingheizkörper, okay. Im Müll habe ich auch schon gute Sachen gefunden. Dietriche zum Beispiel sind manchmal im Müll gewesen. So, bist du durch den Haupteingang rein? Nein, ich bin hinten rum, weil im Haupteingang stand der Dicke. Ach so. Ich gucke aber trotzdem noch mal. Oh, was? Ein leerer Müllhaufen? Ich habe gerade was gehört. Ach, da kommt gerade einer. So, mein Gott. So. So, hier stand der dicke Sachse. Ich will den auch mal sehen. Ist der da noch irgendwo? Das gibt's doch nicht. Ich sehe jetzt, jetzt sind hier auch Steine. Aber Möchtest die du letzte sonst. ist aber noch nicht. Möchtest du vielleicht noch einmal reloggen gleich, wenn wir wieder zu Hause sind? Ja, mach ich gleich mal. Also das in dem ganzen Haus oder? Das können wir ja nochmal beim Seiteneingang gucken. Wenn natürlich das ganze Haus bei dir voll ist, ist das natürlich auch scheiße. Gibt's doch nicht. So, hier sind noch ein paar Müllhaufen. Aber das hier auch, sag schon, dass das nur bei manchen Häusern auch ist, ist merkwürdig. So, hey, noch ein altes Sandwich. Huch. Voll auf den Hinterkopf. Oh. Und ich bin Level 6, geil. So, wo ist jetzt der Eingang, wo du reingegangen bist? Ja, da war noch ein bisschen weiter weg. Anderen Seite. Sind noch eine leere Sporttasche und ein Müllhaufen. Oh, hier ist noch ein Steinvorschlaghammer drin. Oh, was liegt da Die unten noch? Fenster sind bei mir alle Ach Steine. so. Die Fenster sind bei dir alle Steine. Das ist sehr merkwürdig. Hier war der Eingang. Ich komm, ich komm. Boah, ich sehe hier keinen Eingang, weil bei mir alles zu. Ich komm, ich komm. So. Okay. Kann man die hier durchsuchen? Guck mal, ganzen Leichensäcke. Ih, Geh du machen mal vor und dann guck ich komische mal, ob die Geräusche. drin sind. Ja, hier drin sehe ich alles. Okay, sehr gut. Es ist echt. Hier habe ich schon alles durchsucht, das brauchst du nicht mehr. Alles? Ja. Ah, sicher?
Okay, ja, stimmt. Hier kannst du dir was zur Dose Chili, kostet 60. Piss. Kann ich gerade nicht, weil du, glaube ich, dran bist. Kann ich mir aber nicht kaufen, weil ich kein Dingens. Hast du kein Geld? Hast du keine 60? Kann man den nicht. Oh Oh. Gott. Ich glaube, das war nicht so gut dagegen zu hauen. Ich glaube auch nicht. Toll, und da jetzt darf ich mich mit der Krankenschwester noch abgeben. Oh Mann. Ja, das ist ja sehr schön. Naja, wenigstens bin ich jetzt wieder voll gesund. Ja, gut. Ja, ich komme mal schnell zurück. Aber woher sehe ich eigentlich was? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Wieder auffüllen nach Tag 7. Wer füllt denn das wieder auf? Macht ja keinen Sinn. So, hier ist niemand mehr. Kann ich in der Zeit Rezept Goldrutensamen? Was ist das? Bauplan Bewegungssensor. Oh, Claudes Schatzkarte habe ich gefunden. Eine Schatzkarte. Hey! Geil. Bist du Pirat? Ja, klar. Ei! Arr. Ist nix. Alles Klo. Industrietoilette. Na geil, lecker. So, ich gucke mir das gerade mal an. Claudes Schatzkarte. Eine alte, vergilbte Schatzkarte mit ein paar Kritzeleien, die ich gefunden habe. Lesen. Hallo Freund, ich kenne dich gar nicht, aber ich muss meine Gedanken in meiner dunkelsten Stunde teilen. Ich wurde von einer dieser Kreaturen gebissen und ich spüre, wie ich mich verwandle. Während ich gegen das Verlangen ankämpfe, meine ganze Familie aufzufressen, möchte ich eine letzte gute Tat vollbringen. Folge dieser Karte, um eines meiner vielen persönlichen Verstecke mit Vorräten zu finden. Hoffentlich hält es dich am Leben. Mal akzeptieren. Schatz bekommen. Claude Schatzkarte. Hast du die eigentlich auch bekommen? Also diese Quest jetzt? Gar nichts. Wo bist du denn jetzt? Vor allem, wie kann ich das? Ich bin gerade noch hier, ich will mal eben kurz gucken. Kann ich das mit der Karte zeigen? Geteilte Wegpunkte. Wo sind meine Quests? Da, Claudes Schatzkarte. Nö, ich hab die nicht. Warte mal, ich guck mal eben auf der Karte. Wo ist denn das? Hier. Ja gut, ich kann gerade ja wahrscheinlich nicht so gut gucken. Wäre ja Ja, wahrscheinlich machen wir besser. nachher. Ja. Ich glaube, ich kann einen Wegpunkt erstellen, den mit dir teilen. Ja. Letztendlich profitieren wir ja ohnehin beide davon, was wir finden. Oh. So gesund. Oh, der dampft ein bisschen. Oh. Nicht einfach reinrennen. Mist, ich habe Blutung. Blutest. Ja, So. So, der ist weg. So, die ist auch weg. Ciao. Okay. Oh, da kommt noch so einer von diesen Strahlemännern. Du bist infiziert. Nimm Antibiotika, um meine Symptome zu vermeiden. Ja, ich auch. Ich hab den Honig nicht mehr. Toll. Kacke. So, gucken wir mal, dass wir ein bisschen was mitnehmen können.
Wo sind die denn noch alle? Da hinten stehen noch welche, aber die bewegen sich noch nicht. Was ist das? Nitratpulver. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass es Antibiotika sein könnte. Ja. Hier ist nichts. Dahinter sind welche. Wie wir beide auf sie einsteigen. Huch! Frau Doktor, helfen Sie mir! So. Wow! Vor allem, warum haben die ja immer diese Strahlenanzüge an? Was ist das denn für ein Laden gewesen? Mit einem Schlag down, okay. Oh, hier liegen vielleicht. Oh, ich habe Dietrich hier gefunden. Handwickel, also. Nein, jetzt habe ich den Bürostuhl mit. Ich höre sie immer, aber ich sehe sie nicht. Gott, ich habe Antibiotika. Oh mein Gott, nimm's. Wie viel? Eins? Aber nur eins. Oh nein. Ich finde kurze Eisenrohre. Großmedizinischen medizinischen Vorrat, Schießpulver, Ölschiefer. Aber ein bisschen Antibiotika. Ach, warum sollte man auch? Angelblei. Öl, warum Öl? So, hier ist nix. Wie er immer alle Sachen liegen lässt, die er in seinen Augen als nicht notwendig ansieht. So, okay. Hier hinten ist noch ein Müllhaufen. Ha, ich brauche auch Antibiotika. Ja, dann schnell weiter. Ja, ich Aber bin ich glaube, hier unten, ja, unten ist noch. 1,3% habe ich, also alles gut. Ich werde jetzt nicht sofort tot umfallen. Ja. Und ganz im Ich glaube, oben Zweifel. ist viel mehr. Also oben im Keller. Ich bin jetzt übrigens schon überlastet, möchte ich schon mal sagen. Uff, ich habe noch ein bisschen. Wo sind die eigentlich alle? Wahrscheinlich im ersten Stock. Geht ja noch höher. Wo Hier hat er geht's? irgendwie 6, 7 Stockwerke oder so, ne? Und wo geht's hier hoch? Ja, hier geht's glaube ich gar nicht mehr weiter. Müssen wir hier durch diesen Kühlschrank. Den Kühlschrank müssen wir, du meinst, müssen wir das durchboxen? Okay. Oh, hier draußen sind welche. Du bist durstig, trinke Wasser. Ja, machen wir gleich. Fallen gelassene Beute. Warte, da kommt noch einer. Hä? Warte mal Achso, meine kurz. Waffe ist kaputt. Was war da drin? Ich dachte schon, das wäre Honig gewesen. Das ist nur Bier. Was, ihr habt Bier dabei gehabt? Geil. Ach, ich drücke mal auf die falsche Taste. Nee, schade. Honig wäre besser jetzt gewesen. Ja, willst du machen? Kannst du machen, nichts. So, hallo. Hier sind wieder ein paar Freunde. Alter, du hast den in der Hand abgehackt. Alter! Wie er mit den Leuten hier umgeht. Gott. Aber begrüße ich doch sehr. Aber nur in diesem Spiel. So. Nichts. Oh, hallo, Frau Doktor. Ist das schon wieder eine Frau Doktor? So. Haben wir hier ist nichts mehr drin.
Ich habe einen Kochtopf gefunden. Ich auch. Oh mein Gott. Bauplan für eine Stahlvorschlaghammer. Finde mal 5 Millionen Baupläne. Aloe Vera Samen. Und ein Jagdmesser. Hattest du nicht was mit Jagd geskillt auch? Ja. Wäre wahrscheinlich eher was für dich. Hier, warte mal, ich schmeiße da mal irgendwas hin. Der Steine. Hier, das hier und den Kochtopf, da hast du ja auch einen, ne? Ich hab ja. Dann kannst du die ja bei dir stacken. Ah ja. Ja, perfekt. Sehr schön. Kann ich uns endlich was zu essen zaubern? Ach, hier, warte mal. Den Bauplan gebe ich dir auch mal. Rezept für eine Schamsuppe. Ich glaube, das ist bei dir auch besser aufgehoben als bei mir. Oh ja, perfekt. So. So, verschlissene Stiefel. Ja, gut, das gucke ich mir zu Hause an. So, habe ich nämlich ein klein bisschen wieder mehr Platz. Aber ich würde vielleicht, wenn wir mit dem Stock durch sind, warte mal, hier geht es noch weiter, ist aber beides verschlossen. Ist die Schwester drin? Da sind wohl auch mehr als nur eine Schwester drin. Wow. Ah, ich sehe nichts, Steine. Steine? Ja, hier sind wieder diese Steine. Wo kommt die denn auf einmal her? Ich habe keine Ahnung. So, alle weg. Dann geh mal vor. So, ja, jetzt sehe ich wieder. Hier noch irgendwo einer? Oh, da kommt noch eine hoch. So. Hier noch irgendwas? Kann ich alles nicht durchsuchen. Alter. Geht's noch weiter? Hier geht's noch weiter hoch. Ach, da geht's auch noch rein. Oh Gott. Oh, Klos. Ein Klos. Erstmal im Klo wühlen. Ah, geil, trübes Wasser. Nehme ich immer gerne mit. Oh, sogar. Wenn es regnet, kann man hier sogar Wasser sparen, duschen. Da hat er einen vergessen. Da hat er auch was vergessen. Oh, noch ein Schraubenschlüssel. Die lobe ich mir doch. So, ja, dann würde ich nochmal tatsächlich probieren, das Ding aufzuknacken mit dem bisschen Inventarplatz, was ich habe. Ich habe ja wieder drei Dietriche gefunden. Drei. Gucken, ob es diesmal funktioniert. Ja, wahrscheinlich werde ich irgendwann an Virusinfektion sterben. Ist ärgerlich, aber kannst du nachher nix. Sein, wir finden, wir erwarten auch einmal dann doch noch ganz plötzlich Antibiotika. Müll. Handbuch. Was ist denn das für ein Handbuch, was ich da gefunden habe? Pneumatische Müll ist Waffen. ein Hand. Habe ich mal gelesen. 100 Erfahrungen gebracht. Vielleicht noch ein bisschen was anderes. So. Ah, das ist auch noch leer. Alles auch looten. So, Patronenhülsen. Hier ist noch Müll. Ich höre hier nur wieder irgendwas auseinandernehmen. Da hier vorne liegt noch Müll. Blei. Liegen sehr, sehr viele Müllhaufen rum. Alle unberührt. Ist so ein Messinggriff drin. So, wo war denn der jetzt? Warte
War das? Nee. Das war nicht dieses Haus hier. Das war das dahinter, genau. Hoffentlich klappt es diesmal. Jo. Da ist ein Hund! Alter! Ich bin Level ab. Ich war gerade was am Trinken, da greift er mich auf einmal von der Seite an. Ich glaube, es Ja, hackt. gut. Oh, den Tja, was Kackköter. willst? Katzen sind eh viel besser als Hunde. Ich mag's. Ja, ich wollte jetzt auch einfach nur wieder ein bisschen triggern. Okay. So, da hinten sind Minen, da laufe ich mal nicht drüber. Ich? Hab gehört, das ist mitunter hat gesundheitliche Nachteile. Kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht, aber ich wollte es jetzt auch nicht auf die Probe stellen, diese These. So, dritter Versuch, diesen komischen Waffenschrank zu öffnen. Nummer eins kaputt. Ach. Nummer zwei kaputt. Komm schon. Oh, es hat geklappt. Oh. So, Und wir haben Eisenschlagringe, Jagdgewehr, Pistole und ein bisschen Munition. hab irgendwie spektakulärer vorgestellt. Ja, gut. Ich meine, es ist jetzt nicht schlecht, aber es könnte schöner sein. La, la. So, wie sieht es denn inventartechnisch bei mir aus? Ich bin völlig überladen. Ich habe noch sagenhaft zwei Slots frei. Da steht er und wartet. So, ich guck mal. Ja, ich kann dir eine Pistolstufe 3 wo anbieten, aber mehr habe ich leider nicht, was ich dir geben könnte. Ach, alles gut. Warum habe ich jetzt plus ein Stachel Dings bekommen? Von diesen Stachelfallen. Komisch. Merkwürdig. Das wäre vielleicht ein Fehler gewesen. Keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, dann machen wir uns mal auf den Heimweg, wa? Ist ja auch schon wieder 16 Uhr, wird ja auch wieder bald dunkel. Wiese, wiese, wiese. Kannst du, kannst du, kannst du? Und mit meiner Geschwindigkeit brauche ich da wieder 3 Stunden für. Wieder Sachen auseinander. Ah, herrlich. Hä? Was? Hier ist wieder so ein Stein, wo ich durchlaufen Ach kann. so. Ist ja mal was ganz Neues. Ein weißes Coupé. Vor allem, das ist ja kein Coupé. Das sieht eher wie eine Limousine aus. Naja, gut. Geht so. Aber die Autos bringen gut was, oder? Ich Auf habe jeden Fall. ja. Okay. Ja, ich habe ja noch keins auseinandergenommen. Ich weiß es ja nicht. Ach so, ja. Ich habe mal so eine Werkbank auseinandergenommen und die hat echt was gut, also richtig ordentlich was gebracht. Vor allen Dingen, die bringen auch Benzinkanister. Das ist für meine Kettensäge nicht uninteressant, aber die versuche ich natürlich jetzt schon. Ah, hier liegt doch Müll, ich kann doch den Müll hier nicht liegen lassen. Ich will die Kettensäge eigentlich nur im Notfall einsetzen, weil die halt auch echt extrem viel Benzin zieht. Also ich glaube, da hast du pro Sekunde schon 2, 3 Benzin durchlaufen. Ja, ich komme, mach dir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Nimmt der ganze Auto mit. Kann man diese Stahlträger hier nicht auseinandernehmen?
Bonk. Ja gut, das ist Beton, also. Oh, da ist auch so ein Zementmischer. Bringt das was? Oh, Metallschrott, ne? Ja gut, okay. Ich weiß ja nicht, wofür wir das alles noch brauchen werden. Müssen wir mal gucken, ob wir, ob wir noch mal irgendwas craften können, eine Werkbank oder sonst irgendwas. Ich würde mir auch vielleicht ganz gerne irgendwann mal einen etwas besseren Knüppel machen als diesen Holzknüppel, mit dem ich hier rumrenne. So auf Stufe 1. Weil ich glaube, du machst schon ein bisschen mehr Damage als ich. Aber nur ein kleines bisschen. So ein Schwein wäre gut. Roh, meinst du? Komm hier, Gubbel, Gubbel, Gubbel. Gubbel, 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 Gubbel. Das ist kein Gubbel, Gubbel. Das ist ein roter Römervogel. Vor allem, als dass er nicht erkennt, dass das ein Mensch ist. Ich meine, der wollte den ja essen. Also muss man sich mal überlegen. Gubbel, 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 Gubbel. Gubbel, Gubbel, Gubbel. Labbel, 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 labbel. Asterix in Amerika habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. So diese ganzen alten Asterix und Obelix Zeichentrickfilme, die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Hast du zufällig gerade einen Passanten sich dazu überredet, sich etwas in der Sonne auszuruhen? Ach, ich finde das sehr fürsorglich von dir, dass du an das Wohlbefinden der Menschen hier im Umfeld denkst. Aber Ne? Bei selbstverständlich, so dem bin ich. schönen Nachmittagssonnenwetter ist das ja auch durchaus nachvollziehbar, dass man sich da auch mal ein wenig entspannen kann und ein wenig Zeit lassen kann. Oh, ein bisschen Vitamin D tanken. Ja, das ist wichtig. Vitamin D ist auch notwendig, damit wir auch von unserer Stimmung her einfach besser drauf sind und damit unser Körper auch gesünder ist. Deswegen ist das, das ist ja auch so ein Grund, warum Menschen in den dunklen Jahreszeiten, so wie wir ja jetzt auch momentan noch haben, wobei wir haben ja heute mittlerweile den 1. März, wir haben jetzt 2:30 Uhr morgens, dass man da auch öfter krank wird, halt, weil man eben weniger Vitamin D zu sich nehmen kann oder bekommt oder wie auch immer. So, warum habe ich jetzt eigentlich noch so einen komischen Marterpfahl hier, so ein Zaungedöns? Ah, jetzt habe ich das schon wieder falsch platziert. Ich denke immer, auf rechter Maustaste ist drehen und auf linker Maustaste ist platzieren, aber es ist genau umgekehrt. Das ist total bescheuert. So, dann räumen wir mal wieder oben ein bisschen das Inventar aus. Und den morgigen Tag sollten wir dann wirklich mal dafür nutzen, ja, vielleicht ein wenig unsere Base nochmal sicher zu machen gegen den anstehenden Angriff der Zombies. Jo, ich werde gleich erstmal kochen. Ja, wir sind auch wieder bei unserer Zeit. Dann können wir den Zuschauern hier das lästige Sortieren des Inventars mal ersparen und würde sagen, das machen wir doch einfach mal zwischen der Folge. Richtig. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und da werden wir dann vielleicht so die letzten Vorbereitungen des Blutmonds treffen und ja, das wird vielleicht nicht ganz so spannend, da werden wir weniger Exkursionen haben, aber mal schauen, was so kommt. Ne, lieber Flauzi? Jo. Dann danke fürs Zusehen und bis dahin, liebe Freunde! Tschüss.